Willkommen zurück bei Minecraft Dungeons. Teil 3, wir sind in der Kakteenschlucht. Und ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie viel Leben ich bereits verloren habe, aber ich würde sagen, gleich verlieren wir das nächste. Hallo. Hallo Erz-Illager. Oh, da kommt ein. Ja, guckt euch mal meine Armbrust an. Kaboom! Und bis ihr lahmen Schnecken bei mir seid, habe ich mich wieder geheilt. Oh, da kommt noch eine Welle. Oh, danke. Noch eine Welle. Oh, jetzt, Freunde. Seht ihr, das passiert. Wie? Du hast immer noch nicht genug? Na, noch einer? Happy Birthday! Klar. Gehe in den Tempel. Neues Event. Tür geöffnet. Lag zu Hause auch immer. Bei jedem Tür öffnen. Neues Event. So, bevor ich die Tür aber öffne. 67 Nahkampfschaden. Ernsthaft? Rüstung, 661, das klingt schon mal gut. So, die kann 35% Schadensverringerung, 20% Schadensverstärkung und sie kann elektrisieren. 400 Schaden beim Elektrisieren. Überraschung. Ach so, das ist mit dem Heiltränkeverbrauch, ja. Und den Brand setzt mit 40 Schaden. Leute, ich habe eine neue Rüstung. Mit 660 Gesundheit. Die hier verwerte ich. Entersäbel. 120 Nahkampfschaden. 180 Nahkampfschaden. So. Und jetzt wird die Rüstung ausgerüstet mit. Du fügst einen Selbstschaden zu, wenn du durch 200% zurückgeworfener Schaden. Wenn der mir eine reinhaut. Das ist besser als elektrisieren. Ah, die 400 Schaden, oh Gott. Ja, jetzt ist natürlich die Frage. Was kann ich hier machen? Einfrieren, ist klar. Tasche voller Seelen. Nein. Also hier mache ich erstmal einfrieren. Und hier ist natürlich jetzt die Frage. Nehme ich die 400 Schaden mit? Oder ich probiere es mit den Dornen. Ja, da habe ich keine Elektrisieren. Dann habe ich nichts gegen die Dschungelmonster, an denen ich mich immer vorbei. Also sobald die mir eine reinhauen, kriegen die doppelte zurück. Immer zweimal mehr als du. Aber andersrum, so muss ich Schaden kriegen. Ich versuche ja Schaden zu vermeiden. Wenn die mir 50 Schaden zuhauen, mache ich den 100 Schaden. Hiermit mache ich 400 Schaden. So. Alles klar? Alles klar, alles drin, alles dran.
Das war jetzt natürlich typisch. Ich wollte jetzt sagen, ich bin elektrisiert, aber... Riecht ihr das? Das riecht nach Falle. Das riecht nach Falle. Na gut, dann treten wir mal in die Falle rein. Ah, du hast den uralten Wüstentempel gefunden. Auf welche Schätze und Entdeckungen wirst du wohl darin stoßen? Seltsame Falle. Okay, ich habe die Falle überlebt. Geschosstreffer, besiegte Spieler, besiegte Kreaturen, erlittener Schaden. Hallo, Mr. Kiste. Wer zuletzt lacht, eine einzigartige Sichel. Ist ein merkwürdiges, wirres Lachen zu sehen. Okay. Das merkwürdige, wirre Lachen. Nee, warte mal. Das merkwürdige, wirre Lachen war hier oben. So, also, du machst. Okay. Und die Dinger? Okay. Oh, die schnetzeln schön schnell. Ah, das hier macht ein größeres Gebiet. Ich heb sie mal auf. Warte mal. Was können die denn? Zerschmettern ist klar. Frost können sie. Dynamo. Naja, gut. Strahlenkranz. Kritischer Treffer. Dreifachen Schaden. Und randaliert. Dann würde ich hier einen kritischen Treffer nehmen. Und hier wahrscheinlich Frost oder Dynamo. Nee, das hier. Zerschmettern. Genau. Nochmal mehr Schaden drauf. So, jetzt will ich mal sehen. Ja, warum? Das sind wieder nur 117 Schaden. Ach so, gegen Untote. Na gut. Ich probiere die Dinger zumindest mal aus. So. Was hast du Sinnloses für mich? Ein Claymore. Ein Eisstab. Betäubt Kreaturen 20 Sekunden. ...81 bis 189 Schaden. Gut. Was haben wir denn hier? Zufälliges Artefakt. Ich nehme den Gegenstand. Eine Phantomrüstung. Und wir kriegen eine zufällige Fernkampfwaffe. Wie viel Diamanten habe ich noch? Wo steht das? Ach, da oben, 800. Ich kaufe den hier. Da. Ja. Danke. So. Wie viel regenerierst du? 280. 228. Danke. Was macht die Rüstung? 657. 661. Und tschüss. Zweifach Armbrüste. Und tschüss. Sag mal, mein Freund. Jetzt, wo ich das Amulett doppelt habe.
Ach so. Kostet 190 zum Aufwerten. Kostet 85 zum Aufwerten. Moment, ich kann Waffen aufwerten? Halt, nein. Ich kann Waffen aufwerten. Ich müsste 3 Runs überleben mit den Dingern, um meine Glyph wiederzubekommen. Ich bin ja bereit, das Risiko einzugehen. Hä? Die hat Echo und Wirbeln? Okay, ich riskier's. So. Jetzt ist doch der Herr. Achso, den Händler hatten wir schon. Ja, den Eiswurf, ich meine. 1000 Schaden sind schon gut. Was hat mein Luxushändler? Ernsthaft. Mit den Dingern kann ich um mich werfen. Ich will ja mal das Schadensamulett hier ausprobieren. Kostet 430. Ich habe 366. Okay, was hiervon nutze ich nicht? Den Knochen. So, was nutze ich noch nicht? Den Pfeil. Danke. So, und jetzt kaufe ich den Eisschaden. Ach so. Super. Danke. Und den stecke ich mal dort. Naja, wobei, den stecke ich lieber dorthin. Und hier nehme ich das Amulett mit. Falls der Eisstab nichts taugt. Okay. Jetzt muss ich 3 Runden lang mit dieser Glyph auskommen. War hier hinten eigentlich noch was zu holen? Nee, wa? Das war abgegessen. Ja, warum bauen die das dann überhaupt noch ein? Gut, egal. Ich habe meine Waffen aufgerüstet. Ich habe meine Rüstung aufgerüstet. Das heißt, der nächste Run kann kommen. Aber das werden wir das nächste Mal machen. Mal gucken, wo ich dann hingehe. Ich sage jetzt einfach, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und see you later.